So, meine Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Rubin Masnoch Edition versus the Runic. Ja, wir sind hier stehen geblieben vor der Arena. Wenn ihr das mal sehen wollt, hier vor der Arena mit der Facecam. Da ist die Kamera, wie ich es euch versprochen habe. Und ja, natürlich. Und hier nochmal unser Team Konix Level 21. Ja, unser Arena-Killer hoffentlich hier. Dann Runic Level 18, Primovi Level. Sagt schon alles. Elfenpack Level 12 und Fruity LP auch Level 12. Ja, dann hier unser Konix hat die schöne Flinkklaue für den First Schlag und Volltrefferquote. Dann hier nochmal Pudersand. Unser Fruity LP oder das Carpador hat eine P-Teile. Und zu guter Letzt wollen wir noch sagen, dass unser Konix ein cooler Typ ist. Ja, Primovi ist vielleicht jetzt ein bisschen hinten dran, aber das hat auch einen Grund, weil ich meine, jetzt in die Arena so, da kann er einfach nicht viel machen, muss man ganz ehrlich sagen. Mein, er ist ein Normaltyp. Der kriegt einen Hit und ist down. Dann hatte ich mal irgendwie einen Primovi Zigzags gehabt, dass er ein cooler Item findet. Und deswegen, aber wenn die Arena hier geschafft ist, wird das alles überhaupt kein Problem mehr sein. Dann wird der das alles rocken. Da wird er echt keine Gnade. Da wird so ein geiles Geradax werden und dann geht das hier richtig los. Aber das ist schon der Unterschied zwischen mir und dem guten alten Runic, ja, hier Konix Level 21, ja, und Fruity LP Level 13, ja, und da hat kein zweites Pokémon, das irgendwie so voll übertrieben hoch levelt. Ich meine, stärker als Starter-Pokémon, stärker als Runic, was soll ich dazu noch sagen? La 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 la, die macht bestimmt alles. Komm schon. Ja, das ist Typ Nummer 4, dem ich in diesem Spiel vorlese. Also richtig vorlese. Ein Schwarzgurt Satoru mit Macholo. Ja, ja, Macholo. Da kommt Flabini mit Flügelschlag. Und ich habe vergessen, in welchen Level es sich entwickelt. 22 oder 25 oder 24 oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht haben wir Glück und er entwickelt sich hier. Nein, tut er nicht, definitiv nicht. Schwarzgurt Satoru wird aber nicht genug Macht. Ja, die Macht, die hat dir gefehlt, Brody. Keine Sorge. Okay. Dann horche mal hier. Oh ne, da ist der Arena-Leiter, wa? Dann gehe ich schon mal hier hin. Für die da. Man muss doch Camilla nicht mit so etwas nichtigem Blödsinn. Ich mach dich fertig. Das glaubt ihr aber selbst nicht. Das kann ich euch bestätigen. Weil, ihr seht schon, sie hat drei Pokémon und denkt, mit drei Pokémon kommt sie natürlich schon ab. Aber, Level 12. Da ist mein schwächstes Pokémon fast genauso stark. Flügelschlag, mein Schatz. Okay. So, Fruity kommt wahrscheinlich schon Level 15 hier. Ne, Level 14. Ja, Level 14 kommt, glaube ich, zuerst. Okay, Kämpferin Tamara. Noch ein Mini-T. Oh, der Scanner hier. Der scannt, war das. Der scannt Flavini hier. Und dann kommt laut der kleine Bildschirm von Flavini. Damit ist Mediti ebenfalls down. Mediti Nummer 2, wohlgemerkt, hier, das dürfen wir nicht vergessen. Und Level 22 für Konix. So, als nächstes kommt noch ein Macholo, oder wie ich im Platin genannt habe, Cholo Cholo. Ja, läuft doch. Und nochmal Flügelschlag. Und ebenfalls One Hit the Downer. Genau. Okay. So, Fruity, Spieler besiegt Kämpferin Tamara. Aber wie? Wie konnte ich nur so schnell verlieren? Ja, Level 22, jetzt steigt alles. Ja. Geil. Okay, sorry für den Tanz hier. Ja. Okay, gut, wir haben einen Schwalboss. Glückwunsch, ein Konix wurde zu Schwalboss. Wir haben einen Schwalboss, ja, wir haben einen Schwalboss. Und die Werte, Achtung, Angriff 46, mein Vergleich 31, 11, 16, 8 und dann 46, ja, geil. Okay, das freut mich richtig nice, das ist richtig nice. Und jetzt haben wir eine Wall, gegen die unser Camillo nicht anrichten kann. Okay, Showtime. Ich bin Camille und bla bla bla.
Und ja, ich bin so stark und oh. Komm, kämpf einfach mit mir und bla bla bla. Lolo, mach Rolle mit von Leiter Camille in den Kampf geschickt. Flügelschlag. Schwupp. Und. Fuck, Alter, wir sind OP. Das ist mies. Das ist richtig mies, wie overlevelt wir gerade sind. Shit, Alter. Als nächstes kommt doch Makuhita. Shit, Alter, wir sind so overlevelt, das gibt's echt nicht. Oder overpowered. Wird das auch in One-Hit? Shit, Alter. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ist halt gut gelaufen. Level 40 für Fruity LP. So, Camille und Zorn. Hui, was eine größere Welle von uns, der dich zugetan hat. Bla 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 bla. Tut mir leid. Okay. Dann. Knäschel-Ordner halten, der irgendwo dort. Oder dort. Ich weiß nicht, ob ich spiegelverkehrt machen muss. Auf einer der beiden Seiten wird der Knöchelorden erscheinen. So, jetzt kommen wir schon zu Pokémon auf Level 30, um genau zu sein, eher getauschten Pokémon, die anderen gehorchen uns alle. Und wir bekommen jetzt Protze! Dann pumpen wir uns auf, so McFeed mit so. Oh, ich bin Ballot, ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, das wisst ihr. Dieser Attacke hat den Status. Ja, ja. Oh, ich sehe dein Talent und deine Welle. Oh. Gut. Nachdem das dann auch geschafft wurde, haben wir Orden Nummer 2 in Part 8 geholt. Ich hoffe jetzt aber nur nicht, dass wir den Orden Nummer 3 in Part 12 erst holen, weil das wäre mies. Dann würden wir den letzten Orden nämlich erst in Part 24. Nein. Warte, 4, 8 mal 4, 32. Dann würden wir den nächsten Orden erst in Part 32 holen. Alter, Mathe-Leistung, ich habe gerade so lange gebraucht und das auch. Oh, für dich segle ich zu jeder Zeit überall hin. Nun, mein Freund, wohin soll es gehen? Grapidport City! Und jetzt geht's ab. Okay, gute meine Freunde. Jetzt segeln wir nach oben. Und wir landen. Wie man das sagt, landen. Ahoi, wir haben Grapidport City angelegt. Ja, ja, danke schön. Ich bin schneller als der Blitz und wir haben nur noch kein Fahrrad, habe ich gerade vergessen. Hier dürfen wir kein Pokémon fangen, weil wir hier schon eins gefangen haben. Aber wir können das Rätselhaus besuchen. Die haben noch... Du wirst beobachtet, da, unter dem Tisch aus. Ja, das Rätselhaus ist eine gute Idee. Oh ja, was, wo wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever. Ja, bla bla bla, ich bin der größte Mann. Und bla bla bla, ich bin der Rätselmann. Und oh. Bla bla, trete hinter die Schriftrolle, warte im hinteren Bereich und tschüss. Hinter der Schriftrolle ist ein Loch. Möchtest du dich durchgehen? Ja, möchte ich. Gut. Dann. Kannst du Schneider einsetzen? Ja. So. Ah, fuck, jetzt ist. Ah, Mist. Okay, jetzt habe ich was vergessen. Shit. Komm schon. Mirapla. Okay, gut, dass ich hier dann doch eine Schwalbe vorne hatte. Los, gar nichts. Flügelschlag. Damit ist Mirapla auch ein One-Hit down. So, sehr schön. Mirapla ist besiegt. Und jetzt haben wir einen Punkt durch. Wieder besiegt. Göre Friederike. Okay, als nächstes weiß ich genau, wie ich leveln werde. Ich werde jetzt erstmal hier Punik auf Level 22 hochbringen und Fruity wird demnach auch bald auf Level 20 kommen. Danach wird Pumu wie uns Epic trainiert. Dass das feststeht. So, ja, ja. Dann hier nochmal. Und da ist ein Item. Und da nochmal. Okay. Und hier haben wir einen Zickzacksbrief gefunden. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben so viel Glück, dass wir diesen Teil hier nicht innerhalb dieses Parts noch einsehen können. Schade. Schade, sehr schade. Echt schade. So, dann machen wir mal hier. Oder vielleicht kriegen wir das auch noch. Könnte vielleicht etwas knapp werden, aber das könnte klappen. Das könnte echt noch was werden. Huch. Oh, ich bin ja nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Okay, ja, schön. Schön für dich. Läuft bei dir, Bulli. Läuft bei dir. Eine Ausordnung von Teenager Henry. Zickzack wird von Teenager Henry in den Kampf geschickt. Aquaknarre. Aquaknarre.
Okay, und ich muss mich entschuldigen, ich habe gerade die Leertaste betätigt. Tut mir leid. Als nächstes kommt noch ein Zickzacks. Hätte ich gar nicht erwartet, dass er zwei Zickzacks hat hier. Und vielleicht mit viel Glück kann ich doch noch was in diesem Part werden, dieses schöne Haus zu beenden. Bam, Lebensschuss. Ist schon lustig, wie es hier da aussieht, als ob er so die Flossen gespreizt hat, ne? Und dann kommt da so ein Schuss von da unten weg. Ach, dieses Spiel hat diese zweideutigen Andeutungen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. So, damit ist dieser Kampf auch gewonnen. So, dann, ja, ich bin vom Weg abgekommen, ich habe verloren, ja, ja. Oh, Schriftrolle. Und jetzt, oh, lernt den geheimen Wort auf die Schriftrolle auswendig. Sehr schön. Ach, dann schaffen wir es ja doch noch in diesem Part. Sehr schön. Oh, wo ist dieser Rätselmeister nur? Ach man, wir sind so intelligent. Wir gehen da rein und lösen das Rätsel. Und die anderen stehen alle nur hier und da. Ineko. Oh, ist das süß. So, Winix setzt neben Schuss ein. Dürfte nicht zum Monat reichen, schade. Okay, dann nochmal neben Schuss. Damit sind Nico auch down, sehr schön. Du Nick erhält Punkte, Fruity AP hat auch Punkte. Als nächstes kommt Knilz. Ja, da wechseln wir mal schnell. Auf ihn hier. Ja, es macht keinen Sinn, gegen Knilz anzutreten, weil dieses Knilz einfach irgendwie Megasauger oder so einsetzt, oder Absorber in dem Fall. Ich weiß nicht, ob es schon Megasauger kann. Und dann wären wir eventuell schon fast down. Das ist mir einfach zu gefährlich. Als nächstes Meryl. Ja komm, scheiß drauf. Bleib grad drinnen und mach's im One-Hit. Und tschüss. Oder auch nicht. So. Geschafft. Okay, gut. Nachdem das geschafft ist. So, und dann hier. Oh, das ist richtig unnötig hier. Dass die einen Zerschneiderbomben nach dem anderen dahingestellt haben. Ganz ehrlich, wofür? Wofür? Wofür einfach nur? Sag uns doch mal, wofür? So. Gut. Komm, hat den geheimen Code auf die Tür geschrieben. Wie meinst du sagenhaft? Bla bla bla. Schloss klickt, klack, geht auf. Hey, yo, Bro, du sitzt einfach mit der Tasse Tee, oder was? Du hast mich gefunden. Hm, du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, all die Bäume zu pflanzen. Du bist mein... Mal ganz ehrlich. Warum? Jetzt mal wirklich, warum? Hat er es geschafft, innerhalb einer Nacht Bäume zu pflanzen? Wie hat er es geschafft? Hat er... Wahrscheinlich hat er fertige Bäume gekauft und wieder hingestellt. Ganz ehrlich, aber das muss er mir auch erklären. Wie macht er das, dass er sich immer so wegteleportiert? Ganz ehrlich, wie macht das? Interessiert mich mal nicht. Okay. Puh, wir sind durch. So, dann können wir jetzt doch mal da lang gehen. Schwupp. Wir dürfen eh kein Pokémon fangen, weil wir schon eins gefangen haben. Und das ist ein Fritzelblitz. Schade. Fritzelblitz wäre echt eine gute Wahl geworden. Wäre echt nice. Wir hätten ja noch ein Elektro-Pokémon gehabt. Aber Elektro-Pokémon fangen wir uns ja eh, nachdem wir den fünften Orden haben. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich hier ohne irgendwie Probleme... Fuck, das könnte jetzt knapp werden. Lombrero, okay, Lombrero geht noch, Lombrero. Shit, jetzt ist Unix vorne. Konix. Ich muss das aber in diesem Part bringen. Ich möchte nicht im Kampf wegmachen. Okay, sehr schön. Sehr schön. Level 15 für Fruity AP. Tackle! Ja, er könnte jetzt theoretisch auch alleine kämpfen. Planas! Als nächstes hat er Planas! Ja, ich glaube, die Stimme war sogar richtig. Flügelschlag. Und Planas ist auch down. Okay, damit ist das auch geschafft. Sehr schön. Konix hält Punkte. Fruity AP hat auch Punkte. Spieler besiegt Sammler Edwin. Oh. Schade, gell? Tut mir echt leid für dich. So, weiter geht's. Vielleicht kommt hier noch ein Fritzelblitz. Das sind aber auch noch mal ein paar Punkte, die wir uns hier einsacken können. Dann läuft das. Fritzelblitz wird sehr effektiv besiegt. Ja! Okay, meine Freunde, aber ich würde einfach mal sagen, hier gehen wir im nächsten Part weiter. Wir sind hier neben dem Grasblatt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal mit diesem Team. Bis dann, euer KOH.